Oberhof und seine schöne Umgebung werden der Schauplatz der Wintersportmeisterschaften des Jahres 1951 sein. Neben bekannten Meistern trafen zahlreiche Nachwuchssportler Vorbereitungen zum Training auf der neu hergerichteten Oberhofer Bobbahn. Die Kufen wurden noch einmal sorgfältig gereinigt, dann gingen die ersten Zweierbobs über die 1900 Meter lange Strecke. Der von dem Schweizer Feierabend gehaltene Bahnrekord wurde von dem Oberhofer Altmeister Hansen und seinem Bremser Schelter mit 1 Minute 50 Sekunden unterboten.